lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Weisen. Ja, die letzte Folge, jetzt hatte ich einen Soundcrash gehabt. Naja, ich hab's ehrlich verkackt bei OBS. So, was war in der letzten Folge passiert? Jarek hat in dem Haus, in dem er ja drinne war, Tote gefunden, die seit 2000 Jahren eigentlich normalerweise tot sein sollten, vergammelt werden sollten und schon weg sein sollten, die aber so aussahen, als wären sie gerade erst erschossen worden. Mit Jarek sah es so aus, dass der Vater seine Familie unten im Keller umgebracht hat, beziehungsweise umgebracht hat und die in den Keller geschleppt hat, danach sich in den Keller selbst erschossen hat. Nur die zweite Tochter Emilia, heißt sie, glaube ich, die ist verschwunden. Verschwunden aufgefunden, weil wir haben sie verschwunden aufgefunden, denn sie ist aus dem Haus verschwunden, aber wir haben sie im Waisenhaus auf dem Video von der Drohne damals gesehen. So, nun ist es so, dass Jarek sich langsam, das Funkgerät hat er in Gang gekriegt und jetzt hat er diese Voices gehört da und wird jetzt kriegt manchmal ein Paddel und sagt, wir sind dann halt, also ich, nicht ihr da draußen, ich bin an allen schuld. Ja, und die Stimmen sind ja ach so herrlich und ja, wollen wir mal gucken. Jetzt ist Sandy am Start, denn der ist ja der gelaufen. Tomji! Sandy, wo bist du gerade? Gott sei Dank, du bist wieder da. Ich habe das Haus tatsächlich gefunden. Endlich! Ich dachte schon, ich würde hier ewig herumirren. Danke, Tomji. Ohne dich hätte ich Jarek niemals gefunden. Und ganz ehrlich, ich freue mich so sehr, ihn wiederzusehen, auch wenn er manchmal ein Arsch ist. Nein, Jarek, ich fürchte, er dreht auch durch. Diese Nachricht konnte nicht gesendet werden. Ich wollte es mir selber lange nicht eingestehen. Aber das mit Jarek und mir, das war schon etwas Besonderes. Sandy, bitte bleib da weg. Jarek, es ist wie bei Tammy. Nachricht konnte nicht gesendet werden. Ich glaube, wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist, frage ich ihn, ob wir es noch einmal miteinander versuchen sollten. Ich mag ihn wirklich sehr. Und ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat auch noch Gefühle für mich. Ja. Sandy, du bist da nicht sicher. Bitte verschwinde von dort. Oh, verdammt, Sandy. Ja. Kleine Emilia-Ficker. Aber das bleibt unter uns. Okay, Tomji? Ich glaube, hier bleibt gerade gar nichts unter uns. Warum können Geister auf unsere Hände nicht zukommen? Die haben ihren Signal schwach. Tomji, bist du da? Wieso sagst du denn nichts? Ich versuche es die ganze Zeit, aber die lassen mich nicht. Jarek ist schon online. Jarek, lass die Finger von ihr. Jarak. Jarakafa. Hui. Was? Dann ist offline. Dieses beschissene Funkgerät. Ich krieg absolut kein Signal. Hä? Oh Gott, Jarek, ich dachte schon, du wärst auch, ich wäre, was? Genervt? Immer. So eine Scheiße. Spoiler-Alarm. Ich bin, ja, mega genervt. Ich sitze hier in einem verdammten verschissenen Haus mit drei verfickten Leichen. Meine Freunde sitzen in einem Spukschloss fest und ich verliere den Verstand. Und ich kann mit diesem verdammten, verkackten, verdammten Funkgerät verdammt nochmal keinen erreichen. Ich versuche die ganze Zeit, einen Notruf abzusetzen. Aber ich kriege hier keinen ran. Nein, nein, du hattest Signal und warst plötzlich so... Jarek, du warst plötzlich wie weggetreten. Erinnere dich, Jarek. Da waren diese Stimmen. Ach ja, diese Stimmen. Oh, ich bin auch gleich wieder... Lach mich nicht nach, Alter. Alter. Was für Stimmen?
Ja, wie gesagt, ich konnte niemanden erreichen. Scheiße, hat nicht geklappt. Nur Rausch und sonst nichts. Aber das Funkgerät. Ey, die Stimmen. Bitte, Jarek, hör mir zu. Jarek, ich verstehe das nicht. Ich glaub's nicht. Da kommt Sandy. Gott sei Dank, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ich melde mich gleich wieder, Tom G. Nein! Jarek, hör mir zu! Nein, wir müssen reden! Jarek, warte, dieses Funkgerät. Lass die Finger davon, Jarek. Ist angekommen, hat er gelesen. Hättest du mal wenigstens darauf reagieren können, du Bananenfixer. Ja. Das so sehe ich aus beim Cutten. Okay, egal. So, freundlicher Typ auf jeden Fall. Definitiv freundlicher Typ. So, los geht's. Wir haben das Dorf erreicht, Tom G. Sehr gut. Wie geht es Samu? Konntet ihr schon einen Arzt für Samu finden? Nein, und ich befürchte, da werden wir heute auch kein Glück mehr haben. Alter. Ganz schön unheimlich hier. Heimlich. Stockdunkel und totenstill. Komm. Wir gehen jetzt erstmal schauen, ob wir irgendwo Hilfe finden. Das ist echt ziemlich unheimlich. Das wirkt hier wie ausgestorben. Ja! Hier sind die Gehsteige bereits hochgeklappt. Aber wir sehen uns mal weiter um. Vielleicht finden wir ja wenigstens den Dorfscheriff. Ja, das wäre schon sehr praktisch, oder? Hat jedes Dorf eigentlich einen Sheriff? Weiß ich gar nicht. Irgendjemand muss es doch helfen können. Okay, passt aber bitte auf euch auf. In Ordnung, ich wünsche euch viel Glück. Bitte haltet mich weiterhin auf dem Laufenden. Also, wir melden uns. Sobald es etwas Neues gibt. Anni, hey. Hey, Tom G. Hey, Tom G. Sorry, dass ich dich vorhin so abgewürgt habe. Das war tatsächlich der Rückruf der Polizei. Und, was haben sie gesagt? Anni, das sind gute Neuigkeiten. Jetzt sag mir bitte, dass sie Hilfe schicken. Ja, der Beamte am Telefon sagte, dass die zuständige Dienststelle informiert sei. Hilfe ist also unterwegs. Ein Glück. Danke, Anni. Das sind tolle Nachrichten. Hoffentlich geht es denen nicht so wie bei Samu und Ina. Ja. Ja, mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Und trotzdem könnte ich noch die Wände hochgehen vor Sorge. Das ist nur verständlich, Anni. Mach dich nicht verrückt. Hilfe ist unterwegs zu ihnen. Mika wird sich schon bald bei dir melden. Wohlauf und in Sicherheit. Verbessert. Wir haben die Beziehung zu Anni verbessert. Schön. Diese Warterei macht mich echt fertig. Ich bin einfach so furchtbar angespannt, Tom G. Mika ist nur online. Na, das ist doch was Schönes. Versuch's positiv zu sehen. Endlich passiert überhaupt mal was. Alles, was wir jetzt tun können, ist warten, Anni. Ja, ich bin auch erst beruhigt, wenn ich weiß, dass sie in Sicherheit ist. Oh, komm, das haben wir gut gemacht. Oh, verbessert, komm. Ich hoffe nur, Mika meldet sich bald. Ja, sie ist online, schreib mal. Dann hat dieser Albtraum endlich ein Ende. Naja, für dich ja vielleicht, aber für Mika noch nicht. Verdammt! Tommy! Sie klingt so verzweifelt.
Mika, hast du sie endlich gefunden? Was ist mit ihr? Wo bist du? Oh Gott, endlich! Oh Gott, endlich! Sie muss ganz in der Nähe sein. Warte mal! Heureka! Sie muss hinter einer der beiden Türen sein. Aber mal scheint ihre Stimme von rechts, mal von links zu kommen. Ich habe solche Angst. Mach beide auf. Ich traue mich gar nicht, in einen der Räume zu gehen. Komm, einmal kicken, die Tür aufkicken. Aber du hörst es doch selbst, Tammy braucht Hilfe. Ich verstehe, dass du Angst hast. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Du solltest nicht dorthin reingehen. Trotz alledem musst du helfen. Das wäre unterlassene Körperdingsverletzung. Hilfeleistung. Unterlassene Körperverletzung. Ah, gut. Ja, es ist nur so verdammt unheimlich. Davor machst du jetzt Halt. Was soll das Leben deiner Freundin kosten, weil es so verdammt unheimlich ist? Ihre Stimme scheint von links zu kommen. Ich glaube, es ist die rechte Tür. Ich kann es nicht ausmachen, aus welchem Raum die Stimme kommt. Warte mal. Wartet mal. Lass mich doch auch mal ganz kurz. Ich hab doch... Hä? Das hab ich gar nicht gemacht. Ich glaube auch. Okay, das hab ich nicht... Das hab ich nicht gemacht. Ich wollte hochscrollen. Jetzt haben wir den Salat, du kommst selber nicht mehr raus. Halleluja! Was war das? Was passiert? Mika, bist du okay? Ach, natürlich ist sie jetzt offline. Warum gehen wir alle offline? Ich habe doch schon gesagt, oh, Tammy. Ich werde sie alle töten. Ich werde sie alle töten. Nichts kann sie jetzt noch retten. Für kurzen Augenblick dachte ich, da wäre ein Velociraptor am Start. Komm, einmal ganz kurz. Ihr wisst ja, ich bin befugt mit einer Flat. So, wie viel Prozent sollte ich machen? Ich habe das gar nicht gelesen. So. Jupp. Hacken. Tschüss. Yay, ich habe gewonnen. Das war aber einfach. Nochmal hacken. Yay, ich habe gewonnen. Wow, das war aber einfach. Okay, nochmal hacken. Yay, ich hab gewonnen. Das war aber einfach. Okay. Huch, da haben wir wieder Steinhaus. Bei meinen Erkundungen der Umgebung des Waisenhauses bin ich heute tiefer als sonst in den Wald gegangen und habe ein altes, verlassenes Haus entdeckt. In der Hoffnung, auch hier Hinweise über die Geschehnisse von damals zu finden, ging ich hinein und durchsuchte die einzelnen Räume. Zu meiner Enttäuschung fand ich jedoch nur ein schon ewig nicht mehr bewohntes und vollkommen verwittertes Haus vor. In einem der Kellerräume machte ich dann aber einen schrecklichen Fund: menschliche Gebeine. Den Knochen nachzuurteilen, muss es sich um die sterblichen Überreste von zwei Erwachsenen und einem Kind handeln. Der Schädel eines Erwachsenen weist zudem Spuren massiver Gewalteinwirkung auf. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung war es mir jedoch nicht möglich, die Todesursache genauer zu bestimmen. Dennoch, es scheint, als habe sich hier eine schreckliche Tragödie ereignet. Ich frage mich, ob es sich bei den Toten um die Familie handelt, die Schwester Braun in ihren Aufzeichnungen erwähnte. Tote sind immer eine schreckliche Tragödie. Eieiei. Nie ein gutes Zeichen. Ich muss mich für meinen Verhalten entschuldigen. Oder einmal, Herr Gruber,
Bitte glauben Sie mir, Sie können Tomchi vertrauen. Er hilft mir dabei herauszufinden, was mit meinem Vater geschehen ist. Mir war nicht klar, in welchen Verhältnissen Sie zu Frau Vorn stehen. Hallo Herr Gruber, schön, dass Sie sich melden. Ich fand Ihre Reaktion schon sehr befremdlich. Schon okay, Sie können ja gar nichts wissen, Sie konnten das ja nicht wissen. Nein, es war ungehobelt. Herr Gruber. Ja, tut mir leid. Als ich den Namen Henry Fons erwähnte, da war ich verunsichert. Denn eigentlich pflege ich meine Kontakte mit Verschwiegenheit zu behandeln. Frau Fons sagte, dass sie vermuten, Henrys plötzliche Verschwinden könnte mit einem aktuellen Recherchen für sein neues Buch zusammenhängen. Und sie erzählte mir, dass sich ihre Freunde an diesem Ort in einer misslichen Lage befinden. Ja, misslige Lage ist ja wohl untertrieben. Ja, und wir haben gehofft, sie können uns helfen. Das tun sie. Und wir wären für jeden Hinweis dankbar. Was wissen Sie über diesen Wald, dieses Waisenhaus, Herr Gruber? Lass mal ganz kurz Herr Gruber checken. Checkt mal den Herr Gruber ab. Herr Gruber hab ich satt. Schüppidup. Der sieht auch nicht unbedingt aus, als würde Herr Gruber mit Nachnamen heißen. Doch, hier schon. Das sieht seriöser aus als das. Zwei verschiedene Personen. Nun ja, ich weiß nicht. Henry trat an mich heran, weil er im Zuge seiner Recherchen wohl auf Geschehnisse aus Vergangenheit gestoßen ist, die auf das Wirken einer Sekte oder eines Kultes hindeuten konnten. Er meinte, dieses Waisenhaus gäbe es Hinweise auf schreckliche Rituale und sogar Morde und dass er dieses auch beweisen könne. Er hat viel zu tief gegraben. Ja, er war besetzt von Aufzeichnungen, das stimmt. Dort müssen schreckliche Dinge geschehen sein. Er erwähnte eine Schwester Braun. Das tat er. Und das Tagebuch von ihr, das dort gefunden wurde, da ich mich schon lange mit religiösen Kulten und Zirkeln und Sekten beschäftigte, bat Henri mich Informationen. Er war natürlich gerne bereit zu helfen, aber so kam unsere Zusammenarbeit. Und was genau haben Sie herausgefunden? Was ist an diesem Ort vorgefallen? Und konnten Sie Henry Fons helfen? Nun ja, die Aufzeichnung von Schwester Braun deutete sehr darauf, auf okkulte Praktiken hin. Achemie, Hexerei, Teufelsanbetreuung, hätte ich beinahe gesagt, Anbetung, Betreuung, Teufelsbetreuung. Cool. Sie haben sich schon darüber oder gelesen, gehört, ne? Und so war ich auch nicht verwundert, dass sich in Schwester Brauns Aufzeichnung allerlei Symbole und Schriftzeichen befinden, während der christliche Lehre geächtet sind. Es schien eindeutig, dass Pater Johann den Schwestern Braun immer wieder erwähnte. Er war eine Art oberster Priester, einer Verbindung, die sich dunkler Mächten verschrieben hatte. Aber was hat das alles mit Fons Verschwinden zu tun? Kann es sein, dass diese Mächte noch heute aktiv sind? In diesem Waisenhaus geschehen Dinge, jetzt und in diesem Moment. Ja. Amber erzählte mir von diesen angeblichen Geschehnissen. Aber Dämonen, Geister und Dunkelmächte ebenso wie Engel und Feen. Das sind Metaphern aus unterschiedlichen religiösen Überlieferungen, die so alt sind wie die Menschen. Bildnis, womit sich Menschen seit jeher Dinge erklärt haben, die sie nicht verstanden haben. Ich bin überzeugter Atheist. Und daher glaube ich an übernatürliche Phänomene und paranormale Aktivitäten. Alles, was geschieht, ist nun natürlicher Ursprungs und erklärbar. Das hätte ich bis vor kurzem noch nicht unterschrieben. Tut mir leid, Herr Gruber, aber Sie liegen falsch. Nein, diese Dinge existieren, ich bin mir sicher. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit jeglicher Form von religiösem Fanatismus und all seine Formen. Und wenn mir dabei etwas klar geworden ist,
Es ist nicht ein Glaube, der Böses tut. Es sind immer die Gläubigen. Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich bin sicher, in diesen Waisenhaus spukt es. Was, wenn sie falsch liegen? Ich will nicht unhöflich sein, aber sie spinnen. Aber ich fürchte, sie und ihre Freunde sind Opfer einer Art religiöser Hysterie. Ich habe schon oft erlebt, wie gerade sehr gläubige Menschen auch in Gruppen in eine Art Trance oder Besessenheitszustand gerieten. Die Folge waren oft Pseudo-Halluzinationen. Die Betroffenen hatten Visionen, hörten Stimmen, sahen Dinge. Oder einfach ausgedruckt, sie haben sich in etwas hineingesteigert. Ein schwacher Geist ist leicht zu manipulieren, wenn sie wissen, was ich meine. Ich will ebenfalls nicht unhöflich sein, aber nein, Herr Gruber, das ist, geschieht alles wirklich. Ich werde es Ihnen beweisen, ich will ebenfalls nicht unhöflich sein. Aber sie ignorieren die Tatsachen, sie verkennen den Ernst der Lage. Wir wollen mal nicht so anfangen mit This is Bullshit, Digga. Ich glaube, jede Antwort wäre schlecht gewesen. Bitte. Schicken Sie mir jetzt keine mysteriösen Videos oder Audiodateien. Ich habe so etwas hundertfach gesehen und gehört. Und immer waren das Fälschungen. Ich werde versuchen, Ihnen bei der Suche nach Henry zu helfen. Aber bitte verschonen Sie sich mit Ihren Spukgeschichten. Ich werde nochmal eine Aufzeichnung durchgehen und schauen, ob ich etwas Hilfreiches finde. Ich melde mich dann bei Ihnen. Okay. Verdammt! Die Tür! Geklemmt! Die verdammte Tür ist eben zugefallen. Ich krieg sie nicht mehr auf. War ja klar. Ne? War ja klar. Es kann doch nicht wahr sein. Puh, du hast mich echt erschreckt. Was ist mit Tammy? Sie ist nicht hier. Verdammt, ich hätte schwören können, dass ihre Stimme aus diesem Raum kommt. Ich glaube, Tammy ist inzwischen völlig verrückt geworden. Sieh, da war gerade dieser Anruf. Sie hat sich gemeldet? Wo ist sie? Sieh, ich glaube, sie ist gefährlich. Du kannst ihr nicht mehr trauen. Sie ist besessen. Du musst auf jeden Fall vorsichtig sein, Mika. Was mache ich denn bloß, Tomji? Tammy dreht durch. Alle drehen durch. Außer ich. Und ich sitze hier fest. Ich drehe auch gleich durch. Ich muss diese verdammte Tür aufkriegen. Ist da irgendetwas, womit du sie aufheben könntest? Mit einem kräftigen Tritt. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Keine Chance. Hier liegt nichts Nützliches, aber liegen Backsteine. Schlagt ihm die Tür ein. Oh bitte, die Tür ist doch mehr als Rott. Verdammt, ich fühle mich wie eine verdammte Idiotin. Da renne ich in blindlings in diesen Raum und gehe nicht mal auf eine Nummer sicher, dass die Tür aufbleibt. Was mache ich denn jetzt? Alleine komme ich hier niemals raus. Keine Sorge, Mika. Annie hat die Polizei informiert. Sie sollten bereits auf dem Weg zu euch sein. Echt jetzt?
Oh Gott, endlich. Das sind wirklich gute Nachrichten. Dann kann ich wohl nur darauf hoffen, dass sie bald hier sind und mich hier rausholen. Bald ist dieser Albtraum vorbei, Mika. Sie werden sicher bald da sein. Ich hoffe nur, sie verfahren... Ich hoffe nur, sie verfahren sich nicht wie Sam und Ina. Beschlechtert. Ja. Ich hoffe es ja nur. So, Kinderchen. Und mal hoffen, dass die Aufnahme funktioniert hat. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüssli, Müsli.